Ja, vielen Dank. Wir haben zum ersten Mal beim 5. Manus-Wettbewerb einen Spezialpreis verliehen oder werden ihn jetzt verleihen. Und zwar aus dem Grund, dass der Jury sehr schwer gefallen ist, auszuwählen. Zum einen, das hat der Frank Blase, unser Geschäftsführer, schon gesagt, aber dieser Gewinner des Spezialpreises ist der Jury besonders ins Auge gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich um einen Kopf, der die Mimik und Gestik seines Beobachters nachmacht, eine Mischung aus Mechanik und Robotik, wo unsere Gleitlager drin verbaut sind, sehr kleine, leichte Gleitlager, platzsparend. Und den Preis hat gewonnen der Herr Frank Spendling von der Firma Archimedes. Herzlichen Glückwunsch. Herr Spendling, vielleicht sagen Sie ganz kurz zwei, drei Worte. Was ist das Besondere an diesem Roboterkopf und wie schafft er es, diese Mimik und Gestik dann zu imitieren? Also erstmal vielen Dank. Ich nehme den Preis hier stellvertretend für die Firma Archimedes entgegen. Bin sehr geehrt, natürlich auch als Designer, gerade diesen Preis für die kreativsten Einsendungen entgegenzunehmen. Der Roboterkopf, den man hier im Film sieht, kann über eine Kamera in der Stirn die Gesichtszüge seines Gegenübers erkennen und überträgt durch insgesamt 11 Stellmotoren Bewegung in die Mimik des Gesichtes und kann dazu sozusagen zu einer spielerischen Interaktion mit diesem Roboter einladen. Okay, was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie da speziell Kunststoffgleitlager einsetzen? Ja, wir haben eine sehr komplexe Baugruppe im Bereich von Augen und Augenlidern. Da sind sehr viele Bewegungsabläufe, die in einem sehr kleinen Raum auf eigentlich nur einer Achse stattfinden. Und da müssen sehr kleine, platzsparende Kunststoffgleitlager eingesetzt werden. Alles andere hätte zu einer weniger kompakten und weniger präsentablen Bauweise geführt. Okay, prima. Sie hatten mir gesagt, Sie stehen noch zur Verfügung, wenn nach der Verleihung das jemand sich nochmal anschauen möchte, auch die nächsten Tage noch auf der Messe. Damit können wir jetzt gratulieren. Ich muss gerade schauen, wo ist der Preis. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Spezialgewinner des Manus 2011, Archimedes, Herr Frank Spendling. Herzlichen Glückwunsch.